Servus und herzlich willkommen hier zu den 5 Arten von Skywars-Spielern. Ich habe mir gedacht, da das letzte 5 Arten-Video so geil ankam, machen wir jetzt auch ein zweites mit dabei, ist wieder der Losuni. Und mich würde es einfach mega freuen, wenn ihr mal ein Like da lasst und bei ihm vorbeischaut, weil es war einfach wieder mega viel Aufwand, das zu schneiden und vor allem das schon aufzunehmen, dass man immer die richtige Szene trifft. Deswegen würde ich einfach sagen, lasst ein Like da, wenn es euch gefällt und viel Spaß mit dem Video. Der Abfucker. So, heute probieren wir noch ein bisschen auf Abfuck zu spielen. Haha, mein Teammate stirbt so geil! Haha! Die werden jetzt gleich so gefickt. Ich hab dann das beste Kit. Mein Teammate, den hol ich mir auch noch. Den hol ich mir so hart. So, den hol ich mir auch. Ich bin der Beste, es macht so Spaß. Jetzt hol ich mir einfach mal hier das Team, weil ich so krass bin. Easy React 3er Team Noob, learn to play. Ich hab hier die Dia Axe of the Doom. Haben wir erstmal den ersten geholt. Dann hole ich mir direkt den nächsten. So, ist kein Ding für den King. Wo bleibt denn der letzte Sohn? Ja, hier kurz 3er Team Takeout. Aber ich bin ja der beste Abfucker, denn ich schaff's auch allein. Ich brauche kein Team. Tschüss. Der immer in der Mitte campt. So, jetzt wird einfach mal schön in der Mitte rumgecampt. Also, das ist sowieso die beste Taktik. Einfach in der Mitte mit Eier campen, wenn jetzt mal jemand irgendwo hinbaut, dann einfach mit der Eier runterwerfe. Das ist so richtig die schöne PvP-Taktik. Da wird man auch immer besser im PvP, da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt kann ich schön mit der Eier... throw. Oh, je. Yeah. Und das sind dann die lame Boys, die einfach wieder zurücklaufen, weil sie einfach Pussys sind. Die wollte sich nicht runterkicken lassen. Oh, seht euch das an. Das ist wahre PvP-Kunst. Das ist einfach nur Skill Level over 9000. Der MLG-Profi. So, nun ist der Sprengmeister live am Start. Bam. Der MLG-King. So macht man das ganz klassisch hier auf die gediegene Art. Hier war der MLG-King. Der Tollpatsch. Ich würde sagen, wir bauen uns einfach mal zum anderen Gegner rüber. Ah, scheiße, Mann. Warum passiert das über mir? Ich würde sagen, wir bauen uns einfach nochmal rüber. Das vorher war ja richtig dumm. Oh nein, nein. Oh fuck, die Enderperle auch verworfen. Jetzt häng ich unten. Nein. Nein, Mama. Och Mann, es passiert echt nur mir. Und zu guter Letzt, der Verstecker. So, heute machen wir die OP-Taktik. Wenn man sich hier unter drin versteckt, das ist dann nicht die OP-Taktik. Wenn die Leute zu uns kommen, die werden uns nie finden. Ja, es hat so Spaß. Psst, der kommt zu uns. Der wird uns nicht finden. Okay, er wartet sich zu uns. Das merkt sich mir so gut verstecken. Oh oh. Siehst du, es war hier die sneaky Action. Wir sind ja einfach drin gesneakt, haben ein bisschen gecampt und ja, das finde ich voll cool, wenn man sich so verstecken kann. Dark Wave Blade, nein. Ich bin nur der Ninja. Mein Versteck. Nein! Oh, nice. Oh, er wird uns nie finden. Ich hab TNT gehört, TNT. Mama. Mama. Wie konnte er uns finden? Mama. Wo ist der? Ja! So gewinnt man die Runde, Leute. Also immer schön verstecken und dann gewinnt man das. Also dann wär's das von dem Verstecker. Tschüss. Das waren die 5 Arten von Skywars-Spielern. Wenn ihr bis hierhin geguckt habt, schreibt einfach mal in die Kommentare, welcher Typ von denen zu euch passt. Wenn ihr es noch nicht getan habt, dann lasst auf jeden Fall noch ein Like da. Drückt einfach mal kurz auf den Like-Button, damit ich einfach sehe, ob ich sowas wieder öfters bringen kann oder ob ich das jetzt nur das zweite Mal gebracht habe, damit ihr es gesehen habt und ich es nicht mehr bringen soll. Also wenn es euch gefällt, lasst ein Like da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.